liebe Gäste, ich darf ganz herzlich begrüßen. Ich darf euch wirklich herzlich willkommen heißen. Und vor allen Dingen darf ich dich mit deinen Joto, dich mit deinen ganzen Kindern ganz herzlich willkommen heißen, weil das ist heute ein ganz besonderer Anlass, also für mich wirklich ein besonderer Anlass, weil es die erste größere Veranstaltung ist im neuen Rathaus. Und so ein Rathaus oder Gemeindehaus, Bürgerhaus, ist eigentlich ja erst einmal was Statisches, da wird Verwaltung gemacht und das ist ja nicht unbedingt immer nur vorteilhaft, sondern es ist eine ganz besondere Freude, dass wir mir vorhaben, dass wir da auch ständig für alle Leute hier im Rathaus eigentlich ein bisschen was Interessantes bringen wollen. Und interessant ist halt einmal die Kunst und wir wollen auch ein bisschen werben, darf ich das sagen. Du bist ja schon dabei, wir brauchen ein paar hörige Leute, die uns da unterstützen, weil es soll ja keine Veranstaltung des Bürgermeisters oder der Verwaltung sein. Wer die Hobbykünstlerausstellung kennt, die meisten von euch kann ja da sicher toll gewesen, dann wisst ihr, wie interessant das ist. Aber was Besonderes war es ist, dass die erste Ausstellung heute mit den Kindern ist. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und damit darf ich eigentlich wirklich euch gratulieren. Respekt, ich habe wirklich eh gestaunt, wie ihr das gesehen habt, wie ihr aufgebaut habt. Ganz einen herzlichen Applaus, glaube ich, einmal an die ganze Gruppe, die da ist. Ja, die Kinder haben eine Reise gemacht und zwar haben sie, nur ein bisschen ablesen, weil ganz auswendig habe ich sie nicht mehr hingekriegt, eine Malreise von der Renaissance bis zur Popart. Das heißt, sie beschäftigten sich mit dem Leben und den Werken von Van Gogh bis Warhol und versuchten so zu arbeiten, wie diese Künstler es auch gemacht haben. Und das möchten auch die Kinder jetzt gerne mit ihren eigenen Arbeiten mal vorstellen. Gibt es mal den Karton rausholen, so Hunde? Und dann in der Art, die man dort gearbeitet hat, mit diesen Pastosen, mit diesen Beträgen.
Vertreten, Pinseln, auch Duftenarbeiten, nehmen sie wollten mit Spachteln und so weiter und haben in die Farbe einen Sand reingetan, dass es eben diese Festigkeit braucht. Genau. Dann die Verena auch wieder, den Georges Pierre Sierra, ein französischer Maler auch, der in einem besonderen Malstil erfand, nämlich den Voltilismus. Deswegen ist das immer ein kleines, weil sie von sich fertig werden, jetzt mir war einfach auch wichtig, dass die Kinder immer eigene Ideen hatten und nicht nur abgefolgt, sondern wirklich irgendwas überlegt haben. Das haben sie ganz toll gelöst, finde ich bisher. So, dann haben wir unseren François Auguste Rémy Baudin. Sein Baudin. Und zwar ist er ein Bildhauer gewesen und realistisch und aussagekräftig, aber er wollte keine technischen Personen oder Figuren machen. Die Aufgabe war im Prinzip, nicht etwas aufbauen aus Ton, wie man es in der Schule kennt, sondern umgekehrt aus einem Block etwas wegnehmen und dadurch etwas gestalten. Also die Skulptur, die drin ist, rausholen aus diesem Block. Genau. Und dann haben wir noch unsere Rebecca mit ein paar Klee, unser Schweizer Paul Klee, das war die Deutsche. Weil hier sicher jeder das Haus von Nikolaus, alles aus einem Stich, nicht absetzen dürfen. Und so haben wir mit dem Metallrad gearbeitet. Wir sollten eine Form finden, die entweder irgendwo enden muss oder wieder zurückführt und dann auch dann in diesem Gips eingegipst werden kann. Also Vorgang war Fuß und ansonsten alles aus einer Linie und arbeitet so durch. Ja, damit sind meine Ausführungen eigentlich auch beendet und ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte jetzt für die Kinder um einen ganz tollen Applaus, weil sie nicht nur überhaupt solche tollen Arbeiten gemacht haben, ich muss Ihnen Respekt sagen, sondern auch, dass wir den Mut haben zu einer Ausstellung. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe den Vorschlag keinen. Ich habe gefühlt, ich sage, Kinder, das gehört mit dazu. Wer Kunst macht, darf sie auch an die Öffentlichkeit bringen. Und deswegen ganz, ganz toll. Super!